Merkt man mir an, dass ich diese Abkürzung nicht kann? Also, ich weiß nicht, es könnte vielleicht so ein ganz klein bisschen danach aussehen. Und wenn das der Fall ist, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass ich sie nicht kann. Ja. Ja, das war schon wieder mega schlecht. Also, wenn man die Abkürzung so fährt, dann spart man nicht wirklich viel Zeit damit. Aber egal. Ich glaube, in der zweiten Runde setze ich meinen Pilz auch anders ein. Aber warum kriege ich keinen Mini-Turbo auf die Reihe? Das ist jetzt das wievielte Mal für heute, dass ich das sage. Ich weiß es nicht. Ja, Kurven eng nehmen, das Übliche wie immer. Nicht von den Wicklern erwischen lassen, das Übliche wie immer. Und hier Beschleunigungsstreifen mitnehmen, nach Möglichkeit beide und das möglichst außen an den Streifen. Hier, weiß nicht, nee, eigentlich keinen Stunt machen, sondern lieber die Kurve eng nehmen, denke ich mal. Gut, aber für den Geist hier reicht auch diese Unfähigkeit aus. Hier könnte man irgendwie noch driften und ein Turbo damit provozieren, aber man kann auch einfach hier lang fahren und ja, keine Ahnung. Das Übliche, ich weiß nicht, was soll ich dazu noch kurz sagen? Ich nehme die Abkürzung nicht, bin ich schon 8 Sekunden schneller als der Geist. Ja, die Kurve kann man auch enger nehmen, aber egal. Okay, und aufwärts. Ich glaube, früher habe ich hier meinen Pilz gezündet, was eigentlich null Sinn macht, wenn ich so sogar noch kannte. Vielleicht habe ich ihn auch da vorne bei den Wicklern gezündet. Ich weiß nicht mehr, aber ich glaube, bei den Wicklern macht irgendwie wenigstens... Oh! Ein bisschen Sinn. Ja, dann kommt man hier wenigstens schneller durch. Auf dieser langen Geraden bietet es sich sehr praktisch an, Pilz und Wheelie zu machen. Okay, die Kurve hätte ich jetzt eh nicht mehr gekriegt. Und vielleicht ist es auch ganz gut, an der Stelle auf den Stunt zu verzichten, weil durch den Stunt seid ihr ja länger in der Luft. Also wenn ihr da schon über diesen Pfeil fahrt, dann vielleicht wenigstens keinen Stunt machen, damit ihr nicht ewig in der Luft rumhängt. Okay, ich habe jetzt versucht, irgendwie einen Mini-Turbo aufzuladen, aber nee, kann ich vergessen, dann hätte ich die Abkürzung ja nicht mehr gekriegt. Wenn es überhaupt eine Abkürzung ist, also ich meine, ihr fahrt zwar ein bisschen außerhalb, aber ihr werdet dafür extrem beschleunigt und könnt gleich noch einen Stunt hinterher hauen. Ich weiß nicht, ob es kürzer ist oder nicht. Aber andererseits, wenn man über die blöden Baumwurzeln fährt, springt man ja auch dauernd rum und verliert dadurch Zeit, also... Schon wieder keinen Mini-Turbo gekriegt. Was mache ich hier nur? Oh Mann. Komm schon, den kriegst du noch. Okay, das war ein gutes Beispiel dafür, wie man die Kurven nicht nehmen sollte. Aber egal. Und Beschleunigung und Beschleunigung. Und ja, und ich versuche mal, die Kurve eng zu nehmen. So eng wollte ich sie gar nicht nehmen. Aber egal. Wann fahre ich noch fertig? Wenn ich mal einen Mini-Turbo hinkriegt. Verdammt, was mache ich jetzt? Scheißspiel. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt die schnellere Variante ist oder nicht, aber wenn man dabei runterfällt, ist es nicht mehr so besonders schnell. Wie viele Sekunden hatte ich in der zweiten Runde Vorsprung? 18 oder so? Ich würde mich überraschen, wenn ich noch mehr als 18 Sekunden hätte. Also, ich denke eher, dass es jetzt wesentlich weniger sind. Und das reicht natürlich auch nicht, um den Spitzengeist zu besiegen, weil der Spitzengeist hat nicht mal in einer Runde gerade 12 Sekunden länger gebraucht als in der ersten. nee, das ist dem nicht passiert. Gucken wir doch mal rein, was der Spitzengeist hat. Ich hoffe mal, dass ich ihn wenigstens freigeschaltet habe. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Blätterwald. 2,46, 2,37. Drehen wir doch mal gegen den an. Also der fährt auf jeden Fall alle drei Runden die Abkürzung, da bin ich mir sicher. Allerdings, die Abkürzung allein dürfte das nicht ausmachen. Also ob man hier jetzt gut durchkommt oder nicht. Ich versuche jetzt mal einfach ohne Abkürzung komplett durchzufahren. Dann mache ich wenigstens bei der Abkürzung keinen Fehler. Ja, ihr seht schon, der fährt direkt rüber. Aber wenn man die Abkürzung nicht sauber kriegt, dann bringt die eben auch nicht so viel. Und ihr seht ja, der war jetzt wie viel vor mir? Vielleicht im Höchstfall eine Sekunde oder sagen wir eine halbe Sekunde. Verdammt, ich krieg schon wieder den Mini-Turbo nicht hin. Naja, soll egal sein. So sollte man übrigens auch nicht um die Kurve fahren. Also jetzt drehe ich wirklich völlig ab. Jetzt kann ich gar nicht mehr fahren. Machst du mal, was ich will? Danke. Gut. Das wollte ich übrigens auch nicht, aber... Okay. Fahren wir die Bahn noch 100 Mal, weil sie so toll ist, ja. Gut, hier ist vielleicht ein Superstart? Ja, wunderbar. Wow. Und... Ja. Ja, okay, diesmal ist er... ein gutes Stück weiter vorne, als vorhin, hätte ich gesagt. Würdest du jetzt bitte mal... Ja, macht er natürlich nicht. Wheelie. Wer braucht schon einen Wheelie, ne? Ich will ja nur irgendwie schneller vorankommen. Also, wozu soll ich einen Wheelie machen? Wow! Sowas sollte einem übrigens auch besser nicht passieren. So, jetzt bin ich wieder ganz in seiner Nähe. Verdammt, den hätte ich haben können. So, er ist oben lang gefahren, ich fahre unten lang und damit habe ich ihn überholt. Also wissen wir jetzt auch, dass es keinen Sinn macht, da oben lang zu fahren.
Und es macht auch keinen Sinn, gegen irgendwelche Geländer zu fahren, aber ich mach's trotzdem. Weil ich es kann, genau. Das reicht schon als Begründung. Und im Moment bin ich vor ihm, ja. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich die Abkürzung nehmen, aber bei 1,5 Sekunden Vorsprung dürft ihr mich dann trotzdem nicht kriegen, denke ich mal. Wow, das war schlecht. Vielleicht kriegt man das doch. Nö, kriegt er nicht. Er ist doof und unfähig und überhaupt. Ja, also. Oh, ich habe mal einen Melee hingekriegt und haben gleich abgebrochen, weil ich versucht habe, nochmal einen Melee zu machen. Schön. Ich liebe diese Bewegungssteuerung, ja. Ich soll wirklich anfangen, einen Gamecube-Controller zu spielen. Na, fährst du jetzt mal? Danke. Okay, Beschleunigungspfeil, Beschleunigungspfeil, Wheelie, Beschleunigungspfeil, nicht gekriegt, super, irgendwie drüber gehüpft. Aber dafür habe ich wenigstens die Kurve eng nehmen können, hat auch was nötig. Und wenn ich hier mal gescheit langkommen würde an dieser Stelle, dann würde ich auch vielleicht mal mit einem Wheelie durchfahren können und würde damit wieder für Zeit sparen. Aber egal, so. Hier übrigens am besten keine Fehler machen, weil wenn ihr hier einen Fehler macht, wenn ihr darüber fahrt, dann seid ihr doomed. Ihr habt es ja schon in meinen Videos gesehen, wenn ich dann irgendwie runtergefallen bin und gegen den Baum geknallt bin, dann ist es schon gelaufen, also dann wird es keine gute Zeit mehr. Und wenn ihr neben rechts runterfallt und dann Dreck landet, wo ihr brutal verlangsamt werdet, dann macht es auch schon keinen Sinn mehr. Das ist einfach ein Zeitverlust, den man nie wieder ausgleichen kann. Das ist unmöglich. Und diese Strecke hier gut zu fahren, ist eh schon scheiße. Also, diese blöden Wickler. Wenn man mal vorher wüsste, wo die in der nächsten Runde stehen würden, könnte man sich drauf einstellen. Wow. Wenn das jetzt so wirkt, als wüsste ich gerade gar nicht mehr, wie ich noch reagieren soll, dann liegt das daran, dass ich nicht mehr weiß, wie ich noch reagieren soll. Aber okay. Also das war jetzt irgendwie mal mega verkorkst, aber der Diddy ist immer noch zu doof, um hinterher zu kommen. Also was soll's. Ich kann gar nicht glauben, dass ich den nicht besiegt habe. Also ich glaube, mich zu erinnern, dass ich diesen Geist nicht besiegt habe, weil die Abkürzung gefahren ist oder so. Aber egal. Soll mir recht sein. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall besiegt. So, Noob. Genau. Mega Noob. So, in meiner dritten Runde war ich mega schlecht. In der ersten Runde war ich noch am besten, überraschenderweise. Ja, aber okay. Ja, gut. Beste Runde, 50 Sekunden, 800. Gucken wir doch mal, was mein alter Geist da hatte. Würde mich nämlich mal interessieren. Aber auf jeden Fall bin ich schneller als der Spitzengeist. Das reicht ja schon. Also, Blätterwald. Eine 2,39 mit Knochenbowser. Und jetzt habe ich eine 2,35. Okay. Also auch mein alter Geist hatte ja nicht gewonnen, aber... aus genannten Gründen, weil ich eben unfähig bin und ja, überhaupt. Und auf Vulkankrollen haben wir Ningorin mit einer 2,28, 2,37 und Knochenbowser. Und das ist keine Glitchzeit, haha. Den Glitch habe ich ja an der Stelle schon erklärt von der Bahn. Na, lad mal ein bisschen schneller hier, Kollege. Ja, hier links auf den Berg springen und dann eben um die Ecke fahren und ja, keine Ahnung. Dann ergibt sich der Rest von selbst, genau. Also, da fährt man dann dreimal um die Spitze des Berges rum und damit hat man die Bahn dann gewonnen, weil dann ist, hat man irgendwie in der Zeit 3 Runden zurückgelegt, was irgendwie völlig unmöglich ist, aber ja, ist eben ein Glitch. Und wer solche Glitches online benutzt, der macht sich damit auch unheimlich beliebt. Das war jetzt doof, den Pilz hier einzusetzen, aber egal. Vielleicht benutze ich den Pilz in der nächsten Runde sinnvoller, wer weiß. Ja. Was kann man noch über die Bahn sagen? Es gibt eine Abkürzung. Eine Abkürzung, die, glaube ich, sogar von der WCL genehmigt wird. Und zwar, wenn man hier rechts irgendwo gegen springt. Also, man muss einen Pilz haben, muss dann irgendwie nach rechts springen, fliegt dabei in, gegen eine Wand, fällt dann ins Lavabecken und wird dann irgendwo da vorne oder so wieder aufgesetzt. Also, irgendwo hier in dem Bereich oder so. Aber, fragt mich nicht, wie man den fährt. Ich habe ihn einmal gesehen beim Turnier von WK Sozi, als Sozi eben diese Abkürzung genommen hat und ob die jetzt so wirklich so viel Zeit spart, weiß ich nicht. Und warum die genehmigt ist von der WCL, also der World Clan League oder wie sich das nennt, weiß ich auch nicht, weil im Prinzip ist es auch ein Glitch, weil ihr fahrt ja nicht zu der Stelle, wo ihr abgesetzt werdet von Lakito, sondern ihr glitscht euch quasi dorthin. Also ihr springt mal irgendwie über ein Lavabecken, knallt gegen eine Wand und wird dann wo ganz anders aufgesetzt, wie ihr wart. Das ist eigentlich meiner Meinung nach ein Glitch, aber andererseits verliert ihr eben alle eure Items, falls ihr welche habt, und verliert auch ein bisschen Zeit dadurch, dass ihr eben erst wieder aufgesetzt werden müsst. Verdammt, den Stunt hier sollte ich unterlassen. Gut, jetzt habe ich irgendwie immer noch 3 Pilze, 2 Pilze, aber egal, weil ich keine sinnvolle Stelle gesehen habe, um den Pilz einzusetzen. Also setzen wir jetzt hier mal ein, und den anderen sehen wir dann später. So, auf der Bahn hier kann übrigens unwahrscheinlich viel schief gehen, weil eben die Strecke relativ eng ist, mit diesen komischen... dunklen Seitenstreifen, auf denen man verlangsamt wird. Dann muss man hier natürlich gucken, dass man die Kurven eng nimmt.
hier beim Springen kann viel schief gehen. Es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich zu weit springe, aus irgendwelchen Gründen. Und dann runterfalle, verdammt. Gut. Pilz hat mich gerettet. Ja, und so ein Kram eben. Dann kann man eben gegen diesen blöden Hüpfen Feuerviecher knallen und lauter so ein Quatsch. Wow, und den Stand hier sollte ich mir abgewöhnen. Dann würde sowas auch nicht passieren. Und dann könnte man vielleicht mal auf Vulkankrollen auch eine ordentliche Zeit aufstellen, aber egal. Ich hab's in den ersten beiden Runden, habe ich mir noch gedacht, ich sollte an der Stelle keinen Stunt machen. Jetzt in der dritten Runde habe ich es auch wieder gedacht. Und es wäre eine gute Entscheidung gewesen. Und dann merkt, ich werde mit jeder Runde langsam. Oh Mann. Übrigens, Spitzengeist-Daten eines Entwicklers sind freigeschaltet. Gucken wir uns doch mal an, was der Spitzengeist drauf hat. Und dann fordern wir ihn heraus und gewinnen gegen ihn, weil der hat auch keine Glitchzeit, davon bin ich überzeugt. Der Spitzengeist hat eine... Ne, das ist meiner, 2.11. Der hat auch eine 2.11, 8.5.2. Wow, den habe ich aber minimal nur unterboten. Dabei wäre das gar keine Kunst. Also, hallo? Ich bin jetzt 3 Sekunden langsamer gewesen als der Spitzengeist. Dabei habe ich in der dritten Runde mindestens 7 Sekunden verloren, weil ich in die Lava gefallen bin. Also, ich hätte ihn in 4 Sekunden mindestens unterbieten können. Oh, das ist mein Geist, oder? Ist aber auch egal. An dem kann ich mich auch orientieren, das ist kein Problem. Solange ich vor dem bin, weiß ich, dass ich besser fahre. und dann weiß ich auch, dass ich besser bin als der Spitzengeist. Weil der Spitzengeist war definitiv langsamer. Verdammt, das war ein Fehler. Ja, wenn man hier, glaube ich, mit Mini-Turbo langkommt und einen Stunt macht, dann ist es vorbei. Dann fliegt man irgendwo zwischen die Plattformen in die Lava. So, jetzt sind wir wieder hier an dieser Stelle und ich muss dran denken, dass ich gleich nicht den Stunt mache. Verdammt, das war nicht gut. Ja, kein... Oh, ich habe gar nicht die Gelegenheit, den Stunt zu machen. So habe ich übrigens die ganze Zeit versucht, irgendwie hinzukriegen, dass ich einfach über diese Rampe drüber springe, weil die Rampe bewirkt ja, dass man zwangsläufig einen Sprung machen muss. Und dieser Sprung kostet einen auf jeden Fall Zeit, meiner Meinung nach. Wie das jetzt passiert, ist mir auch ein Rätsel. Es ist doch zum... Wenn was schief gehen kann, dann geht's schief. Das ist sowas von sicher. Und jetzt habe ich überhitzt. Jawohl, genau. War ja sowas von klar. Egal. Also, nochmal zusammenfassen. Sammeln. Nachdenken. Gut. Hier Stunt machen, genau. Mein Geist ist schneller als ich. Wunderbar. Schön für meinen Geist. Sex gibt mir auch einen Geist. Der nimmt auch die Kurve enger als ich. Wunderbar. Damit bin ich ihn auch nie. So. Darf ich hier keinen Fehler machen? Und irgendwie hat er jetzt schon wieder keinen Mini gemacht. Zum Kotzen. Würde diese blöde, verfickte Bewegungssteuerung, Entschuldigung für das Wort, aber würde diese blöde Bewegungssteuerung einfach mal funktionieren, wenn sie funktionieren soll, dann würde sie funktionieren und dann wäre das eine super Sache. Aber, ja, man kann sich eben nicht mehr als drüber aufregen. Warum quäle ich mich eigentlich noch damit rum? Ich sollte... Erstmal sollte ich richtig fahren. Und dann sollte ich vielleicht mit dem Gamecube-Controller fahren, weil dann habe ich das Problem nicht. Dann brauche ich nicht für einen Wheelie zu machen, den Controller hochreißen, sondern kann einfach einen Knopf drücken und dann ist die Sache gelaufen. Problem ist nur, dass ich glaube, dass die Knopfbewegung beim Belegung, nicht die Bewegung, die Belegung beim Gamecube-Controller teilweise ein bisschen unvorteilhaft ist zum Fahren. Also gerade was Rückspiegel und so ein Kram angeht, obwohl das beim Nunchuk auch nicht optimal ist. Aber egal. Und deshalb habe ich irgendwie ein bisschen Angst, mich da umzugewöhnen, weil ich befürchte, dass dann irgendwie gar nichts mehr klappt. So wie jetzt gerade hier. Was mache ich hier? Ich wollte doch nur locker gediegen, so ein bisschen aus Spaß Vulkanrollen fahren und Spitzengeist fertig machen und irgendwie das Ganze in diesem Leben noch hinter mich bringen, damit ich irgendwann auch mal das Video fertig habe oder so. Und das mache ich. Den letzten Rotz. Da bin ich ja sogar beim ersten Versuch besser gefahren. Und das, obwohl ich da in die Lava gefallen bin, ja. Oh Mann, komm schon. Oh, das ist viel zu weit außen. Und zack, in den braunen Bereich, genau, das macht mich nochmal ein bisschen langsamer. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Das wird nichts. Okay, vielleicht kann ich ihn noch irgendwie einholen, aber ich glaube ja nicht dran. Und übrigens, jetzt habe ich 4-mal versucht, ein Mini zu machen. Beim 4. Mal hat es dann geklappt. Das ist eine schöne Sache. Vielleicht, weil er jetzt so ein bisschen rumgehüpft ist, ich weiß nicht, ist mir aber auch scheißegal. Also, ich hätte gern, dass, ja, Funky einen Wheelie macht, wenn ich einen Wheelie machen will. Jetzt habe ich wieder einen Stunt gemacht, den ich nicht will. Und, ja, hänge immer noch hinter meinem Geist hinter. Und das in 0,5 Sekunden, das heißt, wenn ich so weiterfahre, hole ich ihn nicht mehr ein. So, jetzt habe ich auch noch den Pilz schlecht eingesetzt. Das ist herrlich. Also,
guckt euch das an, der hat mich nochmal überholt, obwohl er keinen Pilz an der Stelle eingesetzt hat. Das ist doch, ja, also ein Beweis dafür, dass ich jetzt wirklich echt extrem schlecht fahre. Also selbst für meine Verhältnisse schlecht. Und das heißt schon was. Ja, gut, dann machst du ihm gar keinen Wheelie. Ja, jetzt mach dann. Ja, super. Gut gemacht, Funky. Mach keinen Wheelie, ja. So, Flug und ja, und hier keinen Stunt machen, bitte. Ja, super, dann kommt man auch um die Kurve. Jetzt habe ich schon versehentlich Z gedrückt, aber ich glaube, das Ding hat es gar nicht registriert, weil dann hätte ich meinen Pilz eingesetzt und wäre in die Lava geflogen. Gut, so. Der überholt mich jetzt auf jeden Fall nochmal, weil er hat ja noch einen Pilz mehr als ich. Also er hat jetzt noch einen Pilz übrig, mein Geist, und den wird er auch irgendwo nochmal einsetzen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Allerdings fällt er dann nachher in die Lava und das heißt, wenn mir das jetzt nicht passiert, dann habe ich gewonnen. Ja, ich bin stolz auf mich. Oh, und diesmal hat Funky tatsächlich dreimal hintereinander den Wheelie gemacht, wenn ich ihn machen wollte. Ist ja unglaublich. Also, das ist echt erstaunlich. Dass Funky macht, was ich will, das hätte ich gar nicht von ihm erwartet. Wow. Und ja, keinen Stunt gemacht. Sehr schön, das war gut. An der Stelle jedenfalls. Mein Geist ist in die Lava und ich bin durch. So, was war die vorgegebene Zeit? Ist mir egal. Okay, ich bin in der ersten Runde scheiße gefahren, in der zweiten Runde scheiße gefahren, in der dritten Runde einigermaßen annehmbar. Aber das dürfte für den Spitzengeist gereicht haben. Der hatte, glaube ich, eine 2.13 oder so. Gucken wir aus Prinzip nochmal rein. Na, machst du ein bisschen schneller? Ein bisschen? Vulkangrollen. Spitzengeist, eine 2.11. Okay, meine 2.8 reicht mir völlig. Soll für heute auch reichen. An der Stelle gucken wir jetzt mal noch, was wir alles so gewonnen haben, weil ihr wisst ja, wenn wir jetzt aus dem Menü rausgehen und jetzt unser Profil wieder anwählen, dann wird gezeigt, was wir alles gewonnen haben. Und das hätten wir, da hätten wir. Neues Bike, schwer. Den Torped, ja, wunderbar. Schöne Sache, ist mir egal. Und was haben wir noch? Vielleicht ein Fahrer? Nö, nichts. Okay, das Spiel meint es nicht besonders gut mit mir, oder? Egal. Das soll es an der Stelle jedenfalls erstmal gewesen sein. Genug Zeit fahren für heute. Beim nächsten Mal kommt auf jeden Fall wieder online. Und wenn wir danach ist, kommt danach vielleicht auch mal nochmal ein bisschen Grand Prix, weil ich muss ja noch immer noch die ganzen Cups abfahren. Also ich glaube, habe ich den 100 Kubik Cup schon fertig? Ich muss das jetzt echt mal nachgucken. Grand Prix, ja, und 100 Kubik, nur Bikes. Ja, ich muss ihn wohl haben, wenn sonst wäre kein 150 freigeschaltet oder so, oder? Oh Mann, Bowser-Bike, ja, ja, ist mir egal, Manuel, auch egal. Okay, ja, und ich habe sogar überall 2 bis 3 Sternenränge. Das ist ja mal geil. Okay, das soll es aber an der Stelle erstmal gewesen sein. Also Leute, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.